war da natürlich schon auch ganz unterwegs, gerade am Sprung. Aber kein Risiko, das ist die Maxime bei Sarah Voss. Sie sehen bei der ersten schnellen Drehung, was da eigentlich möglich ist. Und dann hat sie auch ein bisschen zu viel Dampf und überdreht ein bisschen, muss dann nach hinten den Ausfallschritt machen. Bei der WM hat sie natürlich diesen Jutschenko mit Doppelschraube gesprungen. Und sie macht den zweiten Sprung. Da sehen wir es. Der rechte Fuß macht immer wieder Probleme. 13,650. Trotzdem noch eine sehr gute Ausführungsnote bekommen. Sicher der Höhe geschuldet, die sie da hatte vom Tisch weg. Schöner Block natürlich. Da sieht man, was möglich ist. Und dann fällt offenbar der große Ausfallschritt auch nicht so ins Gewicht. Sarah Voss sicher nicht auf der in absoluter Top-Verfassung, das ist auch nicht möglich, nach, wie gesagt, dieser Trainingsunterbrechung, die sie da hatte, die halbe Drehung auf den Tisch. Da bin ich gespannt, was die Kampfrichter sagen zu diesen angewinkelten Beinen. Zufriedenheit sieht anders aus bei Sarah Voss. Jetzt sieht es doch aber schon wieder deutlich besser aus. Hm. 21 Jahre alt, Frankfurt ist ja geboren, in Wetzlar geturnt, mit 3 hat sie schon den ersten Kontakt zum Turnen bekommen. Fabian Hambüchner übrigens auch kennengelernt, schon mit 4 Jahren. Dann nach Düsseldorf gegangen, inzwischen in Köln angekommen. So ihr Lieblingsgerät, das ist nicht der Sprung, das ist der Balken. Und 4,6, zweite Schwierigkeit für den zweiten Sprung. Mit einer 8,4 ist sie dann auch gut bedient. Die Abzüge ganz klar. Und jetzt sind wir bei Elisabeth Seitz. Vom MTV Stuttgart. Auch bei Elisabeth Seitz gilt das Gleiche. Schwierigkeiten rausgenommen am Sprung. Hat ja ganz viel umgestellt in dieser Corona-Zeit. Sehr viel mehr Krafttraining gemacht, um auch neue Reize zu setzen, um Motivation zu finden, aus der Gleichförmigkeit auszubrechen, des Trainings, des Übungenturnens, ohne klares Ziel auf einem Wettkampf. War ja mental sehr schwierig für die Athletin, nicht nur für Elisabeth Seitz. Und sie und Kim Bui haben sich anders beholfen, haben da mit dem Olympiastützpunkt in Stuttgart viele neue Dinge ausprobiert. Krafttraining viel gemacht, Stabilitätsübungen. Das hat Spaß gebracht am Training und das hat auch nochmal neue Qualität gebracht, denn andere Kraftwerte, andere Stabilität im fortgeschrittenen Turneralter von Elisabeth Seitz, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen, mit 27 und auch bei Kim Bui, da kann man es auf jeden Fall sagen, mit 32, da ist das natürlich auch nicht ganz so wichtig. Seitz mit einer 13,4. Ebenfalls die 4,6 für diesen Jutschenko mit einer Schraube. Ist sie zufrieden? Das ist die zweitbeste Wertung nach Sarah Voss. Kim Bui macht sich nochmal bereit mit ihrem neuen Anzug. Da ist sie ja ganz aktiv, auch im Design von Anzügen inzwischen, die 32-jährige Stuttgarterin.
Zweimal war sie schon bei Olympischen Spielen und es sollte auch mit dem dritten Mal klappen. Sie ist einfach so verlässlich. Und das zeigt sie auch bei Iam Jurchenko mit einer Schraube. Gudi Probst-Hindermann, ihre Trainerin. Gleich im Austausch. Brett gut getroffen auf den Tisch. Der kleine Hüpfer sicher zu verschmerzen. Beine schön geschlossen. Guter Versuch für Kim Bui, die ja das Finale am Boden erreicht hat bei den Europameisterschaften in Basel. Großer Erfolg, 6. Platz dort. 7. im Mehrkampf nach schwierigem Start. War auch eine tolle Leistung von Kim Bui. Sie hat ein paar Sachen rausgenommen. Balken-Doppeldrehung, bin ich mal gespannt, was sie macht. Und auch bei der Kosakendrehung am Boden. Das ist eine Abwägung, ob man das Risiko eingeht von größerer Schwierigkeit und mögliche Abzüge in Kauf nimmt. Und wir sind bei Pauline Schäfer, ebenfalls Ganzkörperanzug, sehr schick. Ist ja nicht die leichteste Aufgabe für Pauline Schäfer nach ihrem offensiven Auftreten, was die Causa Gabi Frese angeht, wo sie sich natürlich ganz klar positioniert hat gegen die Trainerin, ihre ehemalige Trainerin in Chemnitz. Das Ganze ja auch nicht immer so ganz klar gehandhabt wird. Ihre Schwester hat aufgehört, hat ihre Karriere beendet. Helene Schäfer. Also die Schäfer-Familie vertritt sie jetzt alleine im Turnen. Pauline Schäfer aus Bierbach im Saarland hatte ihr Abitur ja extra zurückgestellt aus dem letzten Jahr, weil sie sich voll auf Olympia konzentrieren wollte und dann kein Abi und kein Olympia. Also ganz bitter und jetzt hat sie es tatsächlich geschafft in diesem Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Hatte die letzten Prüfungen jetzt gerade erst, wurde da auch so ein bisschen befreit, was das Training angeht. Beim Lehrgang zuletzt in Frankfurt. Letzte Prüfung erst in der vergangenen Woche. Also große Belastung für Pauline Schäfer, die eine 13-4 bekommt für diese Übung. Jetzt bin ich gespannt auf Emily Petz vom der TSG Backnang. Anderthalb Jahre kein Wettkampf, für sie gilt das, mit der Nervenstärke vor allem. Sie ist sehr cool im Wettkampf und trotzdem musst du das jetzt erstmal bringen. Klar gab es den internen Leistungsvergleich, aber sonst nicht viel. Bei der EM, da lief sie noch an Krücken, hatte ein Ödem im Fuß, auch im Handgelenk Probleme, ebenfalls ein Ödem und irgendwie ging es nicht weg und keiner wusste warum. Vor allem am Fuß, auf beiden Seiten. Und sie startet hier sehr sicher in den Wettkampf mit einem sauberen Sprung. Das war das, was sie wollte. Abklatschen mit Claudia Schunk, die da Extraschichten ja im Moment schiebt. Die Mannheimerin, die in Chemnitz da eingesprungen ist für Gabi Frese. Schnell die Maske wieder auf, das ist natürlich auch immer angesagt in diesen Zeiten. Sobald man vom Podium runtergeht, gleich wieder die Maske drauf.
Und wir gehen rüber zu Sophie Scheder. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Sophie Scheder, die Bronzemedaillengewinnerin der letzten Olympischen Spiele in Rio, an diesem Gerät geplagt von vielen, vielen Verletzungen. Die Knie, beide machen Probleme schon seit Jahren, die Schulter zuletzt. Wie fit ist sie wirklich? Kommt gut rein mit dem ersten Chapeau. Kleine Stabilitätsschwierigkeiten beim Pack. Auch da stimmt das Timing nicht ganz. Flüssig ist es nicht. Aber der Jägersalto gebückt ist da. Boah, Mensch, und dann der Sturz. Beim Abgang. Schade, Sophie Scheder. Jeder, der sie schon mal auf der Höhe ihres Schaffens gesehen hat, der hat gesehen, wie viel diese Verletzungen an ihr genagt haben in den letzten Jahren, ihr Training teilweise sogar unmöglich gemacht haben, erschwert haben. Die Anlagen sind da, aber es fehlt die Routine, es fehlen die Umfänge, es fehlt die Sicherheit. Und so ist dann so ein leichter Fehler eigentlich zu erklären beim Abgang von Sophie Scheder. Wir gehen rüber zu Lisa Zimmermann. TuS Chemnitz Altendorf. Guter Start. Ola Koch ist ganz begeistert von der Entwicklung von Lisa Zimmermann, die ja im vergangenen Jahr 2 Weltcup-Medaillen gewonnen hat. 2x Bronze bei einem Weltcup in Ungarn. Einem der wenigen, der stattgefunden hat im Corona-Jahr. Auch bei den Deutschen Meisterschaften hat sie schon mal eine Bronzemedaille gewonnen. Und zwar am Sprung 2019. Und deshalb wird sie jetzt auch hier einen zweiten Sprung zeigen. Nach dem Jurchenko, den sie gerade noch so innerhalb der Linien platziert, wird sie sich bemühen um die Qualifikation fürs Finale. Und das sollte natürlich auch hinhauen für Lisa Zimmermann. 18 Jahre alt, in Frankfurt am Main geboren, schon lange in Chemnitz. Inzwischen bei Sabine Petermann, Romy Nürnberger, Gabi Frese war natürlich lange ihre Trainerin. Sie ist Gymnasiastin, hat eine Fuß-OP gehabt im Dezember noch. Der linken Seite hat immer wieder Probleme gemacht. Dann war es ein kleines Knochenstück, das eingeklemmt war. Minimal, aber hat immer wieder Probleme gemacht. Und jetzt hat sie das ausgeräumt und kann wieder Tempo aufnehmen Richtung Tokio. Auch bei ihr dieser Rondatsprung mit der halben Drehung auf den Tisch. Und da haben wir nochmal Claudia Schunk gesehen, die natürlich hier auch mitbetreut, die ja da in Chemnitz eingesprungen ist, im Hotel lebt, große Umfänge auf sich nimmt, was die Zeit angeht, das Arbeitspensum. Nur am Wochenende ist sie in ihrer Heimat in Mannheim, sonst im Dienste des Turnens auf dem Weg zu Olympia. Claudia Schunk, die langjährige Trainerin ja auch von Elisabeth Seitz. Lisa Zimmermann wartet auf die Wertung. Sarah Voss ist bisher die Beste. Hat eine 13.650 im ersten Sprung gehabt. Zweiter Sprung war eine 13.0. Bei Lisa Zimmermann haben wir eine 13.3 nach dem ersten Versuch. Wird sie also nicht ganz rankommen an die Wertung von Voss. Aber eine sichere Qualifikation fürs Finale sollte das sein.
Der Blick in die Westfalenhalle, die ja schon zwei Weltmeisterschaften gesehen hat, ist eine Weile her, 1966 und 94, was glaube ich, als die Weltelite hier zu Gast war in Dortmund. Sonst sind hier nicht mehr so viele Schlagzeilen geschrieben worden in den letzten Jahren. Aber diese Finale ist ein guter Zeitpunkt, ein guter Anlass, um hier wieder zurückzukommen nach Dortmund. Sie wissen das, das Multisport-Event, die meisten Events sind in Berlin, aber eben die Außenstelle Dortmund für das Turnen oder eben die rhythmische Sportgymnastik beispielsweise. Balance ist gefragt beim Präparieren des Holms. Am Stufenbarren. Das Lieblingsgerät dieser beiden jungen Damen, Kim Bui und Elisabeth Seitz, die hat sich schon verdrückt. Wird gleich wiederkommen an ihr Lieblingsgerät. Aber auch Emmy Petz kann hier überzeugen. Im Normalfall hat ein bisschen Schwierigkeit rausgenommen. 3/10 im Vergleich zu den Weltmeisterschaften in Stuttgart. Hat da viel trainiert, eben am Stufenbarren, aufgrund eben dieser Problematik mit den Fußgelenken, dass sie schlecht springen konnte und dann hat aber durch diese Belastung wohl, sie sind auch nicht hundertprozentig sicher, eben sich auch das Handgelenk gemeldet. War mental auch wirklich schwierig für Emily Petz. Bin gespannt, ob sie schon so weit ist. Ihre Trainer, Kuti Probst-Hindermann oder auch Robby May, sagen, eigentlich bräuchte sie noch 2 Wochen, um voll da zu sein. Aber die Zeit haben sie nicht. Ist ja ein ganz strenges Programm, ganz enges Programm für die Turnerinnen jetzt Richtung Olympia. Denn in einer Woche ist schon der 2. Wettkampf für die Nominierung in München. Das ist eine Herausforderung für einige Kandidatinnen, die eben noch einige Malaisen haben, wie sie die Belastung, die komprimierte Belastung, Ulla Koch sagt, das ist ja wie bei Olympia, das Programm, 10 Tage, voll Power, geht voll durch, aber wie sie die wegstecken, ist eine andere Frage in dieser Phase des Jahres, der Saison. Vor allem auch für Sarah Voss. Lichtshow. Sarah Voss noch ein bisschen warten, bis sie los kann. So, und jetzt ist dann auch alles bereit, dass es gleich losgehen kann nach dem Einturnen hier am Stufenbarren. Sophie Scheder, das ist die Reihenfolge. Sarah Voss macht also den Anfang. Elisabeth Seitz, Kim Bui, Pauline Schäfer, Emmy Petz, Lisa Zimmermann, während wir einen kurzen Sturz gesehen haben. Von Ellie im Hintergrund. Mal kurz zu weit weg gewesen von der Stange. Beste Wertung bislang am Stufenbarren ist die von Sophie Scheder mit einer 12,650. Hat natürlich eine deutlich höhere Schwierigkeit geturnt als die Konkurrenz in dieser zweiten Riege, wenn man so möchte, in der etwa Lara Marie Hitzberger ist oder Michelle Kunz, Carina Kröll. 5,2 war der Schwierigkeitswert von Sophie Scheder. Und da hat sie sich jetzt an die Spitze gesetzt, trotz ihres Sturzes da beim Abgang. Ja.
kann ich noch mal einen Überblick geben, wie es im Ganzen aussieht. Vielleicht habe ich Ihnen zu viel versprochen. Hatte ich Ihnen Quatsch erzählt vorher. Emily Petz war nämlich die Beste am Sprung. Die führt auch die Gesamtwertung an. Nach der ersten Rotation vor Sarah Voss, 13.850 war die Wertung von Emily Petz. Sarah Voss auf 2, Pauline Schäfer auf der 3 mit der 13.4 gleich auf mit Kim Bui und auch mit Elisabeth Seitz. Ein Zehntel dahinter Lisa Zimmermann und Emma Malewski, ein weiteres Zehntel dahinter und dann schon ein bisschen Abstand. Aber Sie wissen das, am Sprung sind die Wertungen dann natürlich auch höher. Zu der Tatsache dazu, dass diese 6, die wir da in dieser ersten Riege sehen, sind 6, sind 7, natürlich auch leistungsmäßig doch ein großes Stück voraus sind. Also ein bisschen durch die Halle, da schleicht Sophie Schäder relativ geknickt. Am Schwebebalken rum, für den sie sich jetzt dann bereit machen wird. Noch ist immer noch nicht freigegeben. Da haben sie jetzt auch nochmal die Wertung. Dann kann unsere Regie. Lara Marie Hinsberger auf 9 und Michelle Kunz auf 10, die komplettieren das, was ich Ihnen eben schon sagte. Und wenn wir schon ein bisschen Zeit haben jetzt, bis es weitergeht, kann ich Ihnen noch erläutern, wie das Ganze vor sich geht mit der Nominierung. Das ist ja nun auch mal ganz spannend. Es geht natürlich auch noch um die deutschen Meisterschaften hier, aber natürlich ist das Olympiaticket das übergeordnete Ziel für alle. Ulla Koch hat da wieder einen ganz ausgeklügelten Mechanismus und Rechenspiel festgelegt. Es geht im ersten darum, Medaillenchance oder eben Endkampfchance. Medaillenchance ist aber groß gesprochen, da kann man, glaube ich, im Moment nicht davon ausgehen, dass jemand ein klarer Medaillenkandidat ist im deutschen Team. Aber Endkampfchance, da drängt sich natürlich sofort Elisabeth Seitz auf und vielleicht auch als einzige Elisabeth Seitz auf, denn am Schwebebalken die Kandidatinnen Pauline Schäfer und Sarah Voss sind vielleicht noch nicht ganz so weit, um bei Olympia tatsächlich unter die Besten 8 zu kommen auf der großen Bühne mit der irren Konkurrenz, mit den vielen jungen Talenten, die dazukommen, die ein Jahr mehr Zeit hatten, um zu reifen. Die Russinnen haben es angedeutet bei den Europameisterschaften, was sie für eine Klasse da angesammelt haben. Die Chinesin und die Amerikanerin, die US-Amerikanerin werden nachlegen. Da finden die Trials ja jetzt statt. In den USA, Simone Biles natürlich eigentlich gesetzt, fast allen Geräten. Also das wird ganz schwierig und dann geht es drum im zweiten, wer hilft uns dann im Team? Und da eine gute Abwägung zu finden, da beneide ich Ulla Koch nicht unbedingt, muss ich sagen. Denn der Modus, Sie wissen das wahrscheinlich, 4-4-3, also 4 im Team, 4 Turnen in der Qualifikation und 3 werden gewertet. Das heißt, wenn ich mir eine Spezialistin leiste und irgendeine andere verknackst sich einen Fuß, dann kann ich direkt aufhören eigentlich, was das Team angeht, weil du dann an manchen Geräten einfach mit einer Null nach Hause gehst. Und das ist ein großes Risiko. Sarah Voss legt los.
Schöner Jäger gebückt. Kindorf. Schaposchnikova halber mit schönem Timing. Ab und zu ein bisschen Mühe, in die Handstände zu kommen, die zu treffen. Dann fliegen da mal die Beine. Aber sie bringt sauber zu Ende. Es war eine gute Übung von Sarah Voss. Und sie ist es zufrieden. Klar, sie hat nicht die Leichtigkeit. Das hat man am Sprung schon gesehen. Das ist nicht zu erwarten in der derzeitigen Situation. Kampfgeist ist gefragt und den zeigt sie hundertprozentig, zu ihrer Qualität hinzu natürlich, die sie unbestritten hat. Schauen wir nochmal genauer hin. Ein Meilenstein. Meilenstein höre ich da über die Außenmikrofone. Rückschwierigkeiten hat sie sehr sicher gehangen. Sowohl den Jäger als auch den Hindorf. Guter Auftakt für Sarah Voss. Guter Auftakt an diesem Gerät für die Riege 1 sozusagen. Brille nicht auf. Sarah Voss, deshalb sagt sie, sie kann nicht lesen, was da oben auf der Anzeigetafel steht. Ich versuche mal zu helfen. Nee, die Wertung ist jetzt da. Und zwar 13.800. Da lohnt sich, die Brille aufzusetzen. 5.5 ist die Schwierigkeit gewesen von Sarah Voss. Da kommt also noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel von ihr, von Elisabeth Seitz. Stall dahinter aufgegrätscht. Schöner Jägersalto. Gebückt. Der Hindorf gebückt. Aus dem Stall da auch schön geturnt. Die Verbindung macht sie nicht direkt. Das hat sie ja einmal versucht. Das ist noch nicht ganz so weit, aber sonst ist das eine super Übung. Elisabeth Seitz, wenn es Licht angeht, ist sie da. Das ist normalerweise so, auch wenn sie zuletzt bei den Europameisterschaften und ja auch bei den Weltmeisterschaften zweimal tatsächlich von ihren Nerven übermannt wurde. In beiden Endkämpfen, in beiden Finals, sowohl in Stuttgart 2019 als auch in Basel vor einigen Wochen im Sturz. Hier war sie ganz souverän. Zweimal vielleicht einen Tick zu nah, aber minimal wirklich am Holm. Schöner Rhythmus. Schöne Spannung. Toller Abgang. Und das wird die beste Übung sein, die wir heute hier sehen, da lege ich mich fest. In der Form, in der Ausführung kann das im Moment niemand in Deutschland und auch wenige auf der Welt, das muss man natürlich ganz klar sagen. Elisabeth Seitz, 14.650.62 die Schwierigkeit. Klare Führung und damit übernimmt sie auch die Spitze in der Mehrkampfwertung nach ihrem zweiten Gerät. Ach, 4.5.0, also doch ein paar Abzüge gekriegt, was die Ausführung angeht. Auf geht's, Kimi. Habe ich nicht genau hingeguckt, offenbar. Überrascht mich fast, dass da so viel war. Kim Bui. Braucht noch einen Moment.
dass alles stimmt. Was die Riemchen angeht. Bei den Europameisterschaften hat sie so ein paar Unsauberkeiten eingebaut. Deshalb hat es nicht gereicht fürs Finale. Ui, hat sie es fast rausgedreht. Beim Pack. Der Schapohalbe. Leichten Unsauberkeiten, Beine ein bisschen geflogen. Jetzt hat sie es wieder gut zusammen. Bekommen. Butterweicher Abgang von Kim Bui. Zwischendurch war es ein bisschen hektisch, aber es ist eine gute Übung gewesen. Von Kim Bui, so wie man es kennt. Die Verlässlichkeit in Person, Kim Bui, 32 Jahre alt. Und vom Karriereende will sie noch gar nicht sprechen. Wer weiß. Da haben wir gerade noch so ein bisschen gesehen beim Schapohalbe, wo sie ein bisschen Mühe hatte. Davor beim Park, als sie fast rausgedreht war, ein bisschen zu viel Drehung im Oberkörper hatte. Aber der Abgang zum Einrahmen. Kim Bui, 5-7 die Schwierigkeit, also der halbe Punkt weniger in der Ausführung. Hat sie auch ein bisschen weniger bekommen, minimal als Elisabeth Seitz, eine 8-2. Aber das ist wunderbar, damit ist sie im Moment Dritte, also Seitz vs. Bui. Das sind die erwarteten Kandidaten und Kandidatinnen für die Startplätze. Gesucht wird die Nummer 4. Auftritt. Pauline Schäfer. Eins ist klar, sie muss über sich hinauswachsen. Vorwärtssalto mit halber Schraube in den sicheren Stand geturnt von Pauline Schäfer. War auch eine gute Übung. Tatsächlich war ja Ersatzturnerin bei der Weltmeisterschaft. Bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart an diesem Gerät. Weil eben die Schwierigkeiten nicht ganz so da sind, hat sie ein bisschen was gemacht. Ginger Jäger gebückt. Da haben wir den Ginger nochmal. Klar fliegen die Beine im letzten Moment so ein bisschen auseinander. Aber eher so diese kleinen Hakler da im Handstand dürften die Kampfrichter mehr stören. Und der Abgang ist in der Kategorie Kim Bui. Wunderbar. Geht nicht besser. Da beneidet sie nicht, Pauline Schäfer.
nach, wie gesagt, ihrem entschiedenen Auftreten in der Causa Gabi Frese. Ist ja auch eine enorme mentale Belastung, der sie sich ja auch seit Jahren aussetzt. Nicht nur in Chemnitz natürlich, wo sie in einer anderen Halle angefangen hat zu trainieren. Und das hat sie ja hingezogen. Dann musste sie wieder zurück zu ihrem Balken, weil es nur den gab. Und musste dann immer in die Halle, wo Gabi Frese dann auch noch war. Will gar nicht über Schuld oder irgendwas reden oder was, wer da gut und wer böse ist. Aber fest steht ja mal, dass das eine irre Belastung ist, mental. Das musst du erstmal wegstecken. Emily Petz. Diese irre Beschleunigung aus der Hüfte bei ihren Kontakt. Oh, Mensch, dann ist sie zu weit weg. Hat sie auch noch wehgetan. Ah. Oh Mensch. Tut mir leid für Emily Petz, die schon beim Einturnen so ein bisschen wackelig war. Die natürlich ihre Qualität zeigt und dann ist das Timing nicht ganz da. Zu wenig Energie und dann macht sie die Arme so lang sie kann und es reicht trotzdem nicht. Herber Rückschlag für Emily Petz. Wir haben das wieder gesehen. Diese Anlagen, die sie hat, diese schnellen Drehungen, die sie da aus der Hüfte initiiert. Aber die Verletzungszeit ist einfach noch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Wie gesagt, zur Europameisterschaft in Basel ging sie noch an Krücken, konnte den Fuß gar nicht belasten. Klar, den Fuß braucht man jetzt nicht die ganze Zeit beim Stufenmarathon, aber auch das Handgelenk hat Probleme gemacht. Da hat sich wehgetan am Knie. Ein bisschen stumpf draufgefallen, durchgebissen natürlich, aber an ihrem Lieblingsgerät, einem ihrer Lieblingsgeräte, Geräte der Sturz, das ist natürlich jetzt auch nicht ganz einfach für Emily Petz. Sie sieht es schon kommen, haben sie in ihr Gesicht geschaut. Fehler ist natürlich unten schon passiert, denn dann ist es nicht mehr zu retten. Bei allem Einsatz. 12.550, da fehlen jetzt natürlich viele Punkte. Ja. Was willst du machen? Die 18-Jährige aus Almersbach im Tal. Wir gehen weiter zu Lisa Zimmermann. Wunderbar, Lisa Zimmermann, schöne Übung. Sie zeigt, warum Ulla Koch begeistert ist von ihrer Entwicklung. Claudia Schunk beglückwünscht sie. Völlig zu Recht. Ganz viel Zeit hier beim Pack aufzustrecken. Schnikova halbe, ihr ein bisschen zu nah in die Stange geflogen, aber problemlos gemeistert. Und der Salto vorwärts mit der halben Schraube in den sicheren Stand.
Zimmer mit einer perfekten Kür am Stufenwagen perfekt gestanden. Jetzt fehlen nur noch die Punkte. Und hier sind sie. 12,900. Weil bei der Europameisterschaft 2019 schon im deutschen Team, damals 24. im Mehrkampf. Und nach dieser Wertung 12,9 kann sie sich immer noch Hoffnung machen. Ist dran an Pauline Schäfer auch an diesem Gerät. Emma Malewski. Sie war bei den letzten Europameisterschaften dabei. Erstes große Ereignis, das war sicher nervlich nicht ganz einfach. Sehr extrovertiert, ganz aktiv auf Instagram. Oh, da verliert sie die Spannung in den Armen, kommt nicht hoch in Handstand. Der Doppelsalto vorwärts, ist wunderbar. Mit viel Drive geturnt, manchmal ein bisschen schlampig vielleicht. Emma Malewski. Zum Ausschnaufen. Also es gibt ein Punktesystem für diese Olympia-Quali, um nochmal ins Detail zu gehen. 26,3, die Zeit sollten wir jetzt haben, nachdem wir mit Emma Malewski diesen Durchgang am Stufenbarren zu Ende bringen. Das ist die fünftbeste Übung, Seitz natürlich die beste. Vor Bui, Voss, dann Schäfer mit einer 13,35. Malewski mit einer 13,1. Zwei Zehntel besser als Lisa Zimmermann. Im Gesamtstand ist Seitz vorne vor Voss und Bui. Schäfer auf der 4 mit 26,75. Dann Emily Petz, trotz ihres Sturzes, mit einer 26,4. Werden Sie gleich nochmal sehen in der Grafik. Und dann Emma Malewski, das ist ein enges Ding. Und Lisa Zimmermann, die drei sind ein Zehntel auseinander und Pauline Schäfer auch nur minimal davor. Also, es wird spannend. Sophie Scheder, fürchte ich fast, die hat sich schon verabschiedet, zumindest für heute. Aus den Überlegungen der Bundestrainerin ist ein Punkt hinter Lisa Zimmermann nach ihrem Sturz. Und die Überlegung der Bundestrainerin will ich versuchen, mal ein bisschen Ihnen näher zu bringen. Donnerstag ist das Entscheidende natürlich, also dieser Termin heute. Die Gerätefinals, die zählen nicht dazu. Daher auch die Überlegung von manchen Routinier, von mancher Turnerin, vielleicht sogar aufs Gerätefinale zu verzichten, aufgrund dieser Belastung, die ich vorher schon angesprochen habe, mit dem zweiten Termin in München für die Olympia-Quali, den zweiten Teil in der Folgewoche schon. Es gibt ein Ranking pro Gerät. Es gibt für den ersten Platz 8 Punkte, dann zweiter Platz 5 Punkte und dann 3 Punkte. Dann gibt es einen Prognosewert, Medaillenchance. Wer eine Finalchance hat, der kriegt schon mal 15 Punkte. Oder 15 Punkte gibt es für eine Medaillenchance. Für eine Finalchance gibt es 10 Punkte. Also das ist praktisch schon, da haben wir sie. Oder Koch, danke an Thomas Wilhelm. Da rechnet sie schon, ich sehe es doch. Ja, genau so sieht's aus. Alles schon ausgefüllt auf dem Zettel. Die Bundestrainerin, die ja schon lange dabei ist, große Erfahrung hat, auch große Verdienste hat. Und dann, um es zu Ende zu bringen, gibt es dann natürlich noch das Rotationssystem für die beste Mannschaft, was das Mannschaftsfinale angeht. Und dann kommen natürlich diese Überlegungen mit rein, die ich angesprochen habe. Kann man sich tatsächlich eine Spezialistin leisten? Eigentlich nicht. Eigentlich müssen alle
Alles Turnen. So rum. Elisabeth Seitz, hatte ich Ihnen alles schon erzählt. Vorne, deutlich vorne, 6/10. Sarah Voss, Kim Bui, dann im Mittelpaket sozusagen. Und dann kommt der Rest. Im Kampf um Platz 4 für heute zumindest. Schäfer, Petz, Malewski, Zimmermann. Spannender Wettkampf. Macht viel Spaß hier in der Westfalenhalle dabei zu sein. Endlich mal wieder ein Wettkampf vor Ort. Bewundernswert, der Eifer, Beharrlichkeit der Athletin, durch die Olympiaverschiebung sich durchzubeißen, vor allem im fortgeschrittenen Alter nochmal dran zu hängen. Erstmal die Entscheidung und dann einfach auch so diszipliniert zu bleiben, sich Tag für Tag auch zu quälen im Training, ohne die Aussicht auf einen Wettkampf. Irgendwann vielleicht mal Olympia, und Sie haben die Berichterstattung ja wahrscheinlich auch mitverfolgt. Die Zweifel sind noch längst nicht ausgeräumt, was eine erneute Absage der Olympischen Spiele angeht. Im Moment natürlich alles so angesetzt. Und im Moment auch noch alles angesagt. Aber wenn man die Zahlen, die Infektionszahlen, die Inzidenzzahlen in Japan sieht, auch die Berichte liest, dass auch die Intensivbetten langsam knapp werden. Puh. Dann fallen einem irgendwann dann auch nicht mehr so viele super Argumente ein. Ich wünsche es natürlich diesen Athletinnen, dass es klappt. Das wäre wirklich brutaler Nackenschlag, wenn jetzt nochmal eine Absage käme. Hätte wenn und aber. Wir konzentrieren uns mal auf das Jetzt und auf das Einturnen zumindest mal. Elisabeth Seitz, Kim Bui, Pauline Schäfer. Das ist die Reihenfolge. Das sehen Sie. Sarah Voss als Letzte dran an ihrem Paradegerät. Ich schaffe sie mal auf die Bestwerte bislang an diesem Gerät. Am Schwebebalken Carina Kröll ist da die Beste vom TSV Bergheim, die auch in Stuttgart trainiert. 12,8. Beste Wertung mit einer 4,7 Schwierigkeit. Sophie Schäder hatte mehr Schwierigkeit, hat aber eine 12,5 bekommen. Zweitbeste Turnerin, dann Ayu Xu. Als drittbeste Jessica Schlegel, die eine 5-1 in der Schwierigkeit hatte, aber eine 12-2-5-0 dann nur geturnt hat. Hört sich nach Sturz an. Die Wertung konnte es leider nicht sehen, weil die Konzentration natürlich auf der ersten Riege war. Gesamtstand. Gibt es eigentlich wenig Überraschungen sonst. Elisabeth Seitz als Erste am Zittergerät. Kontakt aufgenommen zum Gerät. Sicherer Anker. Salto vorwärts. Tick tief gelandet, aber sauber. Oben geblieben. Ja, und dann der Abstieg nach dem Flickflack-Salto. Gleich auf der zweiten Bahn.
Doppeldrehung, den Teil. Durchschlagsprung, leichte Unsicherheit. Pistolensprung und der Spreizsprung. Der war flüssig, die waren flüssig zusammen, die beiden letzteren. Davor ein kleiner Hänger. Das ist ja wichtig für die Verbindungszähne. Ein schönes Weißrad. Der Salto vorwärts mit ganzer Schraube in den sicheren Stand geturnt. Aber der Sturz, der lässt sie so ein bisschen die Schultern hängen lassen. Das war ein komischer Satz. Ihre Schultern hängen ein bisschen nach diesem Abgang, nach dieser Übung. Nach dem Sturz beim Flickflack-Salto rückwärts gebückt. Sehen wir gerade noch mal auf der zweiten Bahn. Ein bisschen aus der Achse ist, dann ist es schon passiert. Also auch Elisabeth Seitz zeigt Schwächen, bietet Angriffsflächen für die Konkurrenz. Führung war groß, 6/10 und die anderen müssen erstmal durchkommen. Aber jetzt ist die Tür mehr als ein Spalt weit offen. Im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Hier im Mehrkampf. Das brauchen sie. Das ist klar. Als nächster Spieler haben wir Kim Bui. Wenigstens die Teamkollegin klatscht beim Auftritt von Kim Bui. Ja, natürlich kein Publikum in der Halle. Das ist gar nicht erwähnt. Ist ja fast selbstverständlich in diesen Zeiten. Kim Bui legt los. Ronald Spreitz mit leichter Unsicherheit. Auch die zweite Schwierigkeit, der Spreitz-Salto. Sehr schön. Zentimeter nur breit. Der Balken. Ja, nur die einfache Drehung, aber die auch unsicher. Das ist dann schade, wenn man dann rausnimmt und dann haut das nicht perfekt hin. Könnte die Doppeldrehung auch sonst bringen. Ja, zögern sie nochmal, nimmt nochmal runter. Strecksprung mit 1,5. Jetzt noch die Sprungverbindung, da geht es um Flüssigkeit. Ja, die ist noch halbwegs da. Vielleicht nicht ganz die absolute Höhe im Durchstrecken der Beine. Ein paar kleine Wackler, aber das macht sie natürlich mit ihrer Routine. Der Auerbach-Salto gestreckt, der ist gar kein Problem. Nur eine C-Schwierigkeit. Aber sie ist oben geblieben, Kim Bui. Und das war mal wichtig. Ganz happy ist sie auch nicht mit der Übung. Sofort die Analyse mit ihrer Trainerin. Gudi Probst-Hindermann. Da sehen wir nochmal diesen Rondert-Spreiz-Salto. F-Schwierigkeit. Höchstschwierigkeit der Übung. Anschließend
40.050 ist die Wertung von Elisabeth Seitz nach drei Geräten. Und Kim Bui ist auf den Punkt bei Elisabeth Seitz gelandet. 40.050, nee, das war Elisabeth Seitz, ich dachte schon. Kim Bui hat eine 39.5. Im Zwischenstand nach drei Geräten. Und jetzt Pauline Schäfer. Die Weltmeisterin an diesem Gerät Montreal 2017. Aber war nur Ersatzturnerin bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart an ihrem Lieblingsgerät. Durchschlagsprung zum Ring war wunderbar. E-Teil. Auch die Doppeldrehung ist super, ein bisschen Zauberei am Schluss, aber die Geschwindigkeit, die Körperspannung, die Linie, wunderbar. Uiuiuiui. Schäfer-Salto. Aber die wichtigste Nachricht nach diesem freien Rad, sie kommt ohne Sturz durch. Auerbach-Salto, nochmal alles sammeln von der Schwierigkeit. Kein Thema, nur keinen Schritt machen bei einer C-Schwierigkeit. Macht sie nicht, kommt super durch. Fast hätte der Schäfer-Salto sie gekostet. Ihr Element, das sie erfunden hat. Aber hat die Zehen um den Balken gekrallt und ist oben geblieben. Da ist auch der Durchschlagsprung zum Ring in einer schönen Höhe. Doppeldrehung. Zeigt einen wirklich guten Wettkampf, Pauline Schäfer. Freut mich für sie. Bestens gelaunt, wieso sitzt, was willst du mehr? Ticket nach Tokio, ja nicht schlecht. Mal sehen, alle Chancen hat sie. Elisabeth Seitz vorne, 40.050, Kim Bui 39.5. Ist nochmal einzuordnen, Sophie Scheder ist 2,2 Punkte hinter Kim Bui nach drei Geräten. Wertung von Pauline Schäfer steht noch aus. Beste Wertung bislang immer noch 12,8 von Carina Kröll an diesem Gerät. Spannend, ob das Bestand hat. Richterin, schauen ganz genau hin. Unter körperlichem Einsatz. Und den im anderen Gerät. Und wir haben natürlich eine neue Führende am Schwebebalken. 13.950. Zufriedenheit ist anders, glaube ich. Emily Petz. Gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Erstmal die Konzentration auf Emily Petz.
mein Rad ein bisschen zaubern. Salto vorwärts, nochmal. Darf kein Fehler mehr passieren. Super. Flickflack-Spreizhalter. Kommt durch, bleibt oben. Ist zäh. Man sieht's hier an. Sackdrehung doppelt. Gut. Seite vorwärts. Zum halben Fuß auf den Balken gelandet. Aber das korrigiert sie. Behält ihre Chancen auf eine Platzierung, die ihr hilft. Maske weg. Einmal kurz durchatmen. Pets. Mit 3 Jahren hat sie schon Räder und Überschläge im Wohnzimmer gemacht, als Vorschulkind schon ins Turnen gegangen. Und die erste Frage an die Trainerin, erzähle ich immer wieder gern, kann man mich hier zur Weltmeisterin machen? Sie ist sehr ehrgeizig, zielstrebig, total strukturiert, auch in der Schule. Und jetzt hat sie ...12-7-5-0 bekommen mit der 5-0 Schwierigkeit. Und Lisa Zimmermann. Wertung müssen wir uns gleich nochmal in Ruhe widmen. Und die nochmal bewerten. Flick, Flack, Spreiz, Spreiz. Von Lisa Zimmermann. Beim Durchschlagsprung mit halber Drehung muss sie vom Gerät. Aber jetzt nicht nochmal. Der Sturz trübt natürlich das Gesamtbild. Und dann hätte sie sich fast aus der Ruhe bringen lassen. Da fehlt dann vielleicht ein Tick die Erfahrung, dass man dann sofort mit Dampf dann weiter turnen will, statt sich einfach nochmal 2-3 Sekunden zu sammeln. Und schwupps fällt sie fast nochmal runter. Sie hat viele Schwierigkeiten eingebaut. Flick, Flack, Spreiz, Spreiz. Und dann hier der Abgang.
dann nach dem Durchschlag halbe. Schäfer-Salto und dann auch der Abgang. Viel Schwierigkeit. Sie kann natürlich noch die Umfänge schrubben im Training, um sich diese Schwierigkeiten zu erarbeiten. Großes Talent, ist extrem fleißig, wahnsinnig ehrgeizig. Verbissen ehrgeizig, hat Gabi Frese mal gesagt. Und im Wettkampf eigentlich auf Punkt und sehr fokussiert. Nervenstark. Jetzt hofft sie, dass es nicht ganz so schlimm wird. Aber 6-3 in der Ausführung. Aua. Da ist die 5-1-Schwierigkeit natürlich nicht mehr. Abfeuerung für Emma Malewski. Spreizangang. Sehr souverän geturnt. Super. Wow. Bisschen gezaubert, aber sauber. Kosakendrehung, Kosakendrehung doppelt. Bei den gymnastischen Sprüngen. Höhe nicht ganz ideal. Aber hören Sie, wie sie schnauft. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige Energieleistung nach dieser Übung mit diesen Schwierigkeiten, die sie da rausballert. Also unterm Strich eine tolle Leistung von Emma Malewski. Kann sie sich sehr zurecht freuen. Schon der Angang. Sehr stark. Auf den Punkt geturnt. Und dann die anderthalb Kosakendrehung. Und die doppelte hinterher. Kleine Wackler gab es, wie gesagt, die Durchschlagssprünge. Aber das war unterm Strich eine sehr gute Übung. Konsequent bleiben, ist das ja auch kein Problem. Sarah Voss. Piatolle, ehemalige Nationalturnerin, die da das Brett einsammelt. Meine Güte, nee. Da ist ja die Magie ausgegangen.
knallt die Musik aber rein. Nach ihrem Abgang Sarah Voss. Auch sie also mit einem Sturz. Neue Choreografie hat sie am Balken so ein bisschen angedeutet. Und auch am Boden werden wir gleich nochmal eine neue Choreografie sehen. Ist ja sehr ausdrucksstark und dann natürlich mit ihrer Größe, ihrer Eleganz kann sie beeindrucken. Kleine Schwächen muss sie noch in den Griff kriegen. Das steht fest. In der Gesamtwertung hat tatsächlich Pauline Schäfer die Spitze übernommen durch diese wunderbare Übung. Die Weltmeisterin von 2017 am Schwebebalken 12650, 74, 52, das ist die dritthöchste Schwierigkeit. Schäfer 13950 mit einer 56. Sie hat jetzt ein bisschen betreten geschaut, Pauline Schäfer, nach ihrer Übung. Aber so wie jetzt nochmal auch konsequent gewertet wurde, kann man das schon nachvollziehen. Sarah Voss kommt vielleicht noch ein bisschen besser weg, aber hat tatsächlich außer des Sturzes nicht so viel falsch gemacht. Sonst relativ hohe Abzüge. Emma Malewski, die zweitbeste an diesem Gerät bislang, Wertung von Sarah Voss. Ist auch da. Das bedeutet, Carina Kröll ist die drittbeste Turnerin an diesem Gerät und deshalb sieht es nach drei Geräten jetzt so aus. Pauline Schäfer 6/10 vor Sarah Voss und Elisabeth Seitz nur noch auf Position 3. Emma Malewski ist auch wieder mittendrin als Vierte, hat Kim Bui sogar verdrängt, die aber am Boden natürlich noch mal punkten wird als EM-Sechste. Emmy Petz hat Federn gelassen und vor allem Lisa Zimmermann hat Federn gelassen und hat sich verabschiedet, aus der Gruppe zumindest für heute. Aus der Gruppe, wo die besten vier gesucht werden. Schade, aber begeistert hat mich Emma Malewski, das muss ich sagen, das war eine tolle Leistung. Hat auch nochmal gezeigt, dass sie ihre Nerven im Griff hat. Was in Basel noch nicht der Fall war. Klar ist internationale Großveranstaltung sicher nochmal was anderes, aber heute zählt, heute geht's drum. Und da hat sie jetzt erstmal abgeliefert. Und wird belohnt mit Platz 4 insgesamt. Und eben diesen Punkten, ich habe es ja gesagt, es gibt für jedes Gerät ja Punktewertung. Also 8 Punkte jetzt für Pauline Schäfer. Malewski mit 5. Carina Kröll kriegt auch noch ein paar auf Platz 3. Aber, und das ist natürlich der Knackpunkt, ich kann mir jetzt ein bisschen ergehen, weil hier ein Turn ja noch stattfindet. Gucken wir doch mal spaßeshalber drauf. Man kann natürlich Wettkämpfe nicht vergleichen, das ist mir schon klar, weil die Kampfgerichte immer anders sind. Wenn man mal drauf schaut auf die Wertungen von Stuttgart, von den letzten Weltmeisterschaften. Mal kurz schauen, was wir da haben. Um mal so ein Gefühl zu haben, was diese Leistung denn bedeutet, auch was die Schwierigkeit vor allem angeht. Mein Simone Biles, die müssen wir wahrscheinlich natürlich eh ausklammern. Simone Biles hat geturnt. Wir gehen jetzt mal auf die Schwierigkeiten am Balken.
eine 6-5. Zur Erinnerung, Pauline Schäfer 5-6, Malewski 5-4, Voss 5-2 mit Sturz. Balz 6-5, geht's mal die Finalliste durch. WM 2019 Stuttgart, Li die Chinesin 6-2, Liu die Chinesin, also da kommen noch zwei Chinesinnen mit 6-2 und 6-4, dann kommt Saraiva 5-8, 5-7. De Jesus dos Santos, dann Sarah Voss, die mit einer 5-7 damals ins Finale gegangen ist. Elizabeth Black mit einer 5-6. Also Pauline Schäfer. 5-6 hat sie auch gemacht. Muss sie natürlich bringen. Du musst sie natürlich viel besser bringen als heute. Das war eine gute Übung, aber die Wackler kannst du dir natürlich bei einer WM auf keinen Fall leisten in der Qualifikation, zumindest nicht mit dem Schwierigkeitswert, der eh an der Kante ist. Aber das ist ja dann jetzt die Gretchenfrage. Reicht das in der Beurteilung bei der Bundestrainerin für diese Finalprognose? Das ist das Spannende. Aber im Moment ist Ulla Koch noch in einer sehr, sehr komfortablen Position, denn Pauline Schäfer führt ja hier insgesamt und kämpft hier um die deutsche Meisterschaft im Mehrkampf mit 6 Zehntel Vorsprung vor Sarah Voss und 6,5 Zehntel vor Elisabeth Seitz vor dem letzten Gerät. Also die Mathematik, also die hohe Mathematik zumindest, kommt später. Erstmal geht es um überschaubare Größen im Kampf. Gold bei den Mehrkampfmeisterschaften hier in Dortmund. Im Rahmen der Finals von ARD und ZDF. Schön, dass Sie dabei sind hier im Livestream von ARD und ZDF. Auch morgen und übermorgen und am Sonntag werden wir diesen Service für Sie beibehalten. Morgen mit dem Kollegen Alex Ruder. Samstag bin ich wieder für Sie da und am Sonntag wieder der Kollege Ruder. Mit Ronny Ziesmer zusammen. Kim Bui eröffnet am Boden. Letzte Rotation. Die EM-Sechste legt vor. Sie muss vorlegen. Will sie aufs Podest. Im Moment Fünfte in der Gesamtwertung. Super Doppelstreck. F-Schwierigkeit. Schraube mit dem Salto vorwärts gebückt, Verbindungszehntel. Jetzt noch den Doppelsalto gebückt, hinstellen und dann hat sie die Punkte, die sie sich erwünscht. So ist es. Schöne Übung von Kim Bui. Beste deutsche Bodenturnerin im Moment. Fertig nach der Übung, ist ja klar. Ja, das ist natürlich, da wird fleißig notiert hinten links. Zu Recht natürlich auch.
fällt raus aus dieser Kosakendrehung der Doppelten. Riskiert, das war die große Frage, ob man überhaupt das machen sollte im Nachhinein. Lautet die Antwort nein, denn da gibt es natürlich so viele Möglichkeiten abzuziehen. Erstens kriegst du natürlich nur eine, wenn du nach anderthalb da einknickst, so wie es Kimbu jetzt passiert ist, dann kriegst du Abzüge wegen Bodyshape, Schulter zu tief und so weiter und so fort. Also das ist ein richtiges Minusgeschäft, was die Punkte angeht. Kimbu hat eine 13-3-5-0, 5-1 ist die Schwierigkeit. Grafik lässt uns gerade so ein bisschen im Stich, aber ich sage Ihnen alles, was Sie wissen müssen, hoffe ich. Das ist die beste Übung natürlich an diesem Gerät mit großem Abstand. 7/10 besser als Lara Marie Hinsberger, die in der zweiten Gruppe geturnt hat. Pauline Schäfer, die Führende bislang. Bei Ersatz auch an diesem Gerät, bei den Weltmeisterschaften. Bodenersatz, also 5 durften ans Gerät und sie war dann die 6. im Team. Weil bei einigen Geräten außen vor, war eh knapp, dass sie überhaupt die Quali geschafft hat. Viel über das ganze Theater schon besprochen. Und jetzt muss sie ihre Nerven beisammen haben. Weitermachen. Ah, fällt ein bisschen raus. Ist umgestellt. Vierfachdrehung nach vorne gezogen. Oh, und dann wird sie richtig rausgeschossen. Jetzt nicht fahrig werden. Schönes Ende mit den beiden Sprüngen zum Ring, Spagatsprung und Durchschlagsprung. Verlassen der Bodenfläche wird sie kosten und auch einige kleine und auch größere Patzer, die sie drin hatte. Bei der Höchstschwierigkeit vorne war noch alles in Ordnung. Der Ausdruck, der war eh fantastisch, das kennt man von Pauline Schäfer. Tolle Choreografie. Drehung mit gehaltenem Bein. Da haben wir die Höchstschwierigkeit mit dem Doppelsalto vorwärts. Dann aber hier, da geht es schon hier schief. Von Anfang an der Wurm drin, nach dem Überschlag. Ja, nochmal ein bisschen.
bisschen zaubern hinten raus, war mir beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen. Sie rechnen und sie zählen. Zu welchem Schluss die Kampfrichterinnen jetzt rückkommen werden. ...12-7 ist die Wertung, 4-6 die Schwierigkeit für Pauline Schäfer. Und damit behält sie zumindest mal die Führung vor Kim Bui. Das war sicher auch zu erwarten mit dem Vorsprung, den sie hatte. 53,4 Punkte, der Vierkampf für Pauline Schäfer. Chapeau, das ist eine gute Leistung und eröffnet ihr alle Möglichkeiten. Andere sind noch mehr in Zugzwang, unter Zugzwang, Amy Petz beispielsweise. Pauline Schäfer, die zweitbeste bislang an diesem Gerät, aber mal sehen, was Amy Petz liefern kann, müsste in einer ähnlichen Schwierigkeit unterwegs sein wie Pauline Schäfer, aber wie gesagt, ganz wenig Training aufgrund dieser Fußproblematik. Einmal rechts das Ödem, dann links das Ödem, wieder rechts. Also eine fast unendliche Geschichte. Auch sie hat große Schwierigkeiten bei dieser Kosakendrehung nach vorne, aber das hat sie nicht exklusiv. Da sieht man ja auch auf sehr hohem Niveau EM, WM Dinge manchmal, die nicht ganz so dem Bild im Court de Pointage entsprechen. Zu viel Dampf. Bei Doppelseite gehockt. Pauline Schäfer bei diesen Durchschlagssprüngen. Aber das ist dann einfach auch extra klasse, was Pauline Schäfer da hat. Kosakendrehung war wieder schwierig. Muss nochmal anschauen. Und dann ist sie durch. Amy Petz. Ja, sie braucht noch ein bisschen Zeit. Gibt ihr die Bundestrainerin diesen Bonus? Kann sie eigentlich fast nicht. So eng wie die Konkurrenz ist, so begrenzt wie die Startplätze sind, eben nur vier. Robbie May da hinten schaut sich das Ganze an, da auch die erste Doppeldrehung da schief geht. Doppelbück war noch wunderbar. Doppelhock, muss man von oben schauen, ist sie draußen, ja. Ihres Potenzial, Emily Petz, das ist unbestritten, das hat sie bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart gezeigt. Sie hat das Talent, sie hat die Klarheit auch im Kopf, Großes da zu erreichen, aber wenn der Körper dann eben einfach nicht mitmacht und das war jetzt die erste derartige Erfahrung für sie, dann ist das schon frustrierend und sehr, sehr fordernd. Die Wertung ist da mit 13-2, 4-9, die Schwierigkeit, zweitbeste Übung, ist immerhin 15 besser als Pauline Schäfer. Schäfer weiter vorne, vor Bui und Petz im Vierkampf. Da haben wir es jetzt nochmal.
dass der Abzug eben für das Zehntel vom Raustreten Platz 2 am Gerät, insgesamt Platz 3. Gesamtwertung: Schäfer 53,4. Kim Bui 5,5 Zehntel hinter Petz. Über einen Punkt hinter Pauline Schäfer. Lisa Zimmermann. Dieser Zimmermann hat sich mehr erhofft heute. Schade. Auch dringend Trost von Claudia Schunk. Ist fertig. Chance in München zu korrigieren. Aber ganz klar, ihre Chancen sind auf ein Minimum gesunken nach diesem Nachmittag auf ein Ticket für Tokio. Zu stark die Konkurrenz, zu stabil die Konkurrenz. Die Etablierten. Lisa gegen die Leistungsträger. Das war so das Motto des Nachmittags, die Leistungsträger der Vergangenheit, die sich natürlich auch heute neu beweisen müssen, immer neu beweisen müssen. Aber die sind noch einen Tick voraus, zumindest waren sie es heute. Ihre Zeit wird sicher kommen, Lisa Zimmermann, die Anlagen, das Talent hat sie. Vielleicht schon nächste Woche. Deshalb Kopf hoch, weiter geht's. Platz 4 im Mehrkampf, immerhin Platz 5 am Gerät. Lara Marie Hitzberger hat sich da noch vor ihr platziert. Sophie Schäder übrigens ist ja 1,5 Zehntel im Vierkampf hinter Lisa Zimmermann jetzt geblieben. Also auch für Sophie Schäder sieht es nicht gut aus. Viel besser sieht es aus für Emma Malewski. Vor allem dank dieser wunderbaren Übung am Schwebeball.
Emma Malewski. Die Nerven doch noch mal ein bisschen geflattert an ein paar Stellen. Absolutes Verständnis dafür. Aber unterm Strich muss man ja noch mal ganz klar sagen, Valerie Belenke etwa wäre froh, wenn er von unten zumindest ein paar Optionen hätte von jüngeren Athleten, die sich da aufdrängen für das Ticket nach Tokio. Auf der Männerseite also. Und Emma Malewski. Die kann auf diesen Tag schon aufbauen. Noch kein Sekt, aber Himbeerlassi kann sie sich schon schmecken lassen heute Abend. Auch wenn sie hier ein, zweimal rausgetreten ist, dafür nochmal Abzüge bekommt. Da auch bei der Kosakendrehung scheitert, wie alle vor ihr, so muss man sagen. Also bei der Doppelten. Man versucht, die Doppelte zu machen. Der bange Blick nach oben. Wertung ist da für Emma Malewski. 12.550, 4,8 in der Schwierigkeit. Platz 4 im Mehrkampf hinter Schäfer, Bui und Petz im Moment vor Zimmermann. Und zwar deutlich vor Zimmermann natürlich. Aber eben minimal tatsächlich hinter Emily Petz jetzt. Anderthalb Zehntel fehlen Emma Malewski zu Emily Petz. Sarah Voss. Show must go on, die neue Choreografie von Sarah Voss, sehr ausdrucksstark, aber auch bei ihr fällt die Zufriedenheit ein bisschen bescheiden aus. Shana Poljakova sagt, Mensch, das war doch gar nicht so verkehrt, das war doch ein guter Wettkampf und es war auch ein ordentlicher Wettkampf von Sarah Voss, vielleicht kann sie es noch besser. An der einen oder anderen Stelle, zumindest diese Bodenübung, kann sie ganz klar besser.
Platz 2 im Mehrkampf für Sarah Voss. Pauline Schäfer bleibt vorne nach dieser 12,947 im Schwierigkeitswert 8,5. Der drittbeste Auftritt am Boden an diesem Nachmittag, an diesem Abend in Dortmund von Sarah Voss. Kim Bui immer noch die beste. Emily Petz bleibt vor Sarah Voss aufgrund der höheren Schwierigkeit und auch einem Zehntel besserer Ausführung. Schäfer vorne, 53,4. Das ist die Marke, die Elisabeth Seitz jetzt knacken muss. Elisabeth Seitz tut alles für den nächsten deutschen Meistertitel. Und eigentlich müsste es mit dem doch jetzt klappen. Mit der Schwierigkeit, die sie angeboten hat, mit der Ausführung. Elisabeth Seitz im Kampf mit Pauline Schäfer um den Meistertitel, den deutschen im Mehrkampf. Gerade noch so drin geblieben in der Bodenfläche. Und der Doppelhock, oh, ist die Fahne hochgegangen, konnte es jetzt gar nicht sehen. Ich glaube, es war gerade noch so okay. Das Herzchen zum Schluss von Elisabeth Seitz. Das ist ihr Element und das ist auch ihr Element. Sie schafft's wieder. Sie ist deutsche Meisterin. Ein Zehntel Vorsprung für Elisabeth Seitz vor Pauline Schäfer. 53,5. Das ist die Entscheidung zugunsten von Elisabeth Seitz. 13,450, die beste Übung am Boden, beschert Elisabeth Seitz ihren nächsten deutschen Meistertitel. Ja, Wahnsinn. Ulla Koch, Top-Trainerin, ja, das kann sie sich überstreifen. Das Trikot oder das Heftchen, ich glaube, das ist nicht für sie. Die Bundestrainerin diskutiert mit Sabrina Kläsberg, unserer erfahrenen Kampfrichterin, über die Ergebnisse. Sarah Voss und Carina Kröll schauen sich das Ganze nochmal skeptisch an. Beziehungsweise Carina Kröll schaut sich's an und gibt Sarah Voss, glaube ich, weiter, die ohne Brille die Anzeigetafel nicht sehen kann. Glückwunsch von Pia Tolle an Sarah Voss zu Platz 3. Es haben 5 Zehntel gefehlt für Voss. Zu Elisabeth Seitz und auch zu Pauline Schäfer haben mir 4 Zehntel gefehlt. Toller zweiter Platz von Pauline Schäfer.
Dass Elisabeth Seitz hier gut abschneiden würde, das war klar. Dass sie gewinnt, ist natürlich überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist eine Riesenleistung. Der nächste deutsche Meistertitel für Elisabeth Seitz. Und ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen am Schwimmen, ob es jetzt 22 oder 23 war. Ich glaube, es ist der Titel Nummer 22, ist auf jeden Fall Rekord. Es ist eine fantastische Leistung der besten Turnerin Deutschlands der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts. Aber neben Elisabeth Seitz ist Pauline Schäfer eine Gewinnerin dieser ersten Olympia-Qualifikation. Sarah Voss ist in der Position, wo man sie erwartet hat. Kim Bui auf der 4. Ist das Team, das wir sehen in Tokio? Seitz, Schäfer, Voss, Bui, sehr gut möglich. Emily Petz fehlt, ein halber Punkt zu Kim Bui. Emma Malewski fehlt noch ein bisschen mehr, fehlen 6 Zehntel. Jetzt haben sie es nochmal, die Grafik ist zurück. Machen sich selbst ein Bild. Wie würden sie es sehen? Seitz die Beste am Boden. Schäfer die Beste am Schwebebalken mit Endkampfchancen, Fragezeichen. Seitz die Beste natürlich am Stufenbarren mit Endkampfchancen, Ausrufezeichen. Bei Olympia natürlich immer. Und am Sprung ist eigentlich relativ unerheblich, wer da die Beste ist. Das ist alles mehr oder weniger das Gleiche. Jurtschenko eine Schraube. Da geht es um die Ausführung. Tja. Die Bundestrainerin hat ein bisschen was zu tun in den nächsten Stunden und Tagen. Und bis München. Ich lasse sie, entlasse sie in den Abend mit diesem Ergebnis. Elisabeth Seitz ist deutsche Mehrkampfmeisterin im Turn. Danke fürs Zuschauen.